Mein unglaublicher Sommer. Eine Reportage von Lukas Kesch. Vor ein paar Wochen dachte ich noch, dass man die besten Sommerferien am Baggersee verbringt. Mit Wasser, Sonne und ganz viel Eis. Mein unglaublicher Sommer. Eine Reportage von Lukas Kesch. Vor ein paar Wochen dachte ich noch, dass man die besten Sommerferien am Baggersee verbringt. Mit Wasser, Sonne und ganz viel Eis. 10 Kugeln Vanille, bitte. Ich schwöre, noch vor einem Monat wäre genau das mein größter Traum gewesen. Entspannte Ferien mit meinem besten Kumpel Otto. Und für mich bitte Schokolade, Vanille, Amarena und Joghurt und Schlumpf. Stattdessen erwartet mich Verfolgungsjagden, Lügen. Der Schuppen ist leer, da ist nichts drin. Waschechte Verbrechen. Das war... Großartig war das. Gut. Manchmal hatte ich schon auch etwas Angst, aber... Ich war ja da. Wer Nicky ist? Nicky ist die allerbeste Detektivkollegin der Welt. Sie ist schlau, witzig, kann Schlösser knacken. Die wissen ja noch gar nicht, was eigentlich passiert ist. Okay, am besten, ich erzähle euch erstmal, warum ich nicht an den Baggersee gefahren bin, sondern... Gib's zurück. Kinderhörspiel von Silke Seibold. Aufs Land? Zu Tante Elli? Ach, das wird lustig. Du wolltest doch die Ferien über verreisen. Ja, ins Sommercamp, zum Baggersee mit Schnitzeljagden und Kletterparks. Und mit Otto. Hey, was läuft, Alter? Dem besten Skateboard-Monster-Trickmacher aller Zeiten. Erfinder, Gauner, Alleswisser und ganz nebenbei mein bester Freund. Aber ich wollte ganz sicher nicht in die Pampa zu dieser schrulligen Tante, die keiner mag. Und dann noch mit dem Baby. Meine kleine Schwester, das Engelchen der Familie, ist nämlich der langweiligste Mensch, den ich kenne. Ich bin nicht langweilig. Ach, ja? Glaubst du etwa, ich will dir den ganzen Sommer über zusehen, wie du Kaffeekranz spielst oder deiner Barbie die Haare kämmst? Du bist so blöd. Im Ernst, Mama, das könnt ihr mir nicht antun. Lukas, das Camp ist zu teuer. Oma traut sich nicht mehr, nach deinem Auftritt neulich. Ich bin froh, dass Tante Elli euch für die Ferien überhaupt auf ihrem Hof aufnimmt. Wieso hacken Erwachsene eigentlich immer auf den ältesten Kindern herum? Und zu Tante Elli, das ist strafbar. Lukas, Mama braucht Ruhe. Ruhe? Die könnt ihr haben. Ich rede nämlich kein Wort mehr mit euch, wenn ihr mir das wirklich antut. Lukas ist blöd, der will nie mit uns spielen. Oh, du hast ja richtig schönes Kleid an. Guck mal, da ist ein schöner Berg und Blumen. Verdammt, zu 2 Wochen Gefängnisaufenthalt, der tiefsten, schrecklichsten, von Gefahren behausten, vor Geistern nur so wimmelten. Oh, von wegen. Verurteilt zu 2 Wochen Langeweile in der miesesten Einöde aller Zeiten. Dir ist schon klar, dass das alles deine Schuld ist? Wenn du Omi nicht so geärgert hättest, würden wir jetzt gar nicht in diesem blöden Zug hier sitzen. Nicht wahr, Lina? Sei bloß still. Von der dummen Ziege, die mit dem Stück Plastik spricht, lass mir gar nichts sagen. Lina ist kein Stück Plastik. Und überhaupt, du quatschst doch die ganze Zeit in ein doofes Aufnahmegerät. Ich werde schließlich Reporter. Wer es glaubt, deinetwegen werde ich die schlimmsten Ferien meines Lebens haben. Weißt du was? Spiel einfach weiter mit deiner Barbie, ja? Und lass mich in Frieden. Manchmal könnte ich sie einfach erwürgen. Nur wegen so ein paar Silvesterknallern. Halt doof, dass Basti so durchgedreht ist und dann Mama umgeschmissen hat. Gut, die Bohle, das war halt blöd. Und Opa dann volle Kanne in der Soße ausgerutscht. Aber deswegen gleich ins Krankenhaus? Voll übertrieben. Lukas, Kinder! Jana! Und als Strafe nach Muffhausen zu Tante Schreckschraube. Na, das ist jetzt erstmal übertrieben. Tante Elli, hier sind wir. Lieben, das ist es. Und passt auf, dass ihr beim Aussteigen nicht über die Hühner fallt. Hühner? Ja, wieso? Hast du Angst vor Hühnern, Lukas? Komm her. Schwachsinn. Keine Sorge, das sind sehr liebe Tiere. Zumindest also, solange sie genügend Futter finden. Sonst hacken sie auch schon mal ein Menschenbein. Echt? Naja, sie spüren schon, wer sie mag. Das ist Bertha. Oh, wie süß. Kann man die streicheln? Ja, kannst es probieren. Aber pass auf, das Graue da hinten pickt ab und zu. Die alte Magda ist ein bisschen mürrisch. Oh, wie süß. Ausgesetzt bei den Killerhühnern. Die Sommerferienabenteuer von Lukas Kesch haben soeben eine dramatische Wendung genommen. Wird er es mit dem fiesen Federvieh aufnehmen können? Bleiben Sie gespannt. Darf ich mal in den Stall gucken? Nein, nein. Weißt du, im Stall, da ist es dunkel und es stehen so viele Sachen rum. Ich möchte einfach nicht, dass ihr euch verletzt oder was durcheinander bringt, okay? Okay. Wer hat Lust auf Kuchen? Ich habe euch extra einen Apfelkuchen gebacken. Lecker! So, ich decke jetzt den Tisch und ihr könnt euch gern ein bisschen umschauen. Oder macht doch einfach was, was Kinder sonst so machen. Hm? Ist gut. Wo sind unsere Zimmer? Komm mit, ich zeig's euch. Hier, das Zimmer habe ich euch freigeräumt. In dem Stockbett hat früher schon euer Vater geschlafen. Unten er und oben Onkel Stefan. Moment mal. Nur eins? Hm? Wir haben nur ein Zimmer? Was? Ich will nicht mit Blödi in einem Zimmer schlafen. Glaubst du etwa, ich mit dir, du Ziege? Ich dachte, ihr bekommt vielleicht Heimweh oder sowas, wenn ihr getrennt schlafen müsst. Tut mir leid, aber die anderen Zimmer sind alle vollgestopft. Das darf doch nicht wahr sein. Gerade habe ich gedacht, schlimmer kann's gar nicht mehr kommen. Ich muss erst mal raus. Aber du kennst dich doch hier noch gar nicht aus. Lukas, was ist mit dem Kuchen? Gefängnisaufenthalt in der Pampa bei einer verrückten Tante ist noch nicht genug. Lukas K. muss sich die Zelle mit seiner durchgeknallten Schwester teilen. Eine Katastrophe, da müsste der Jugendschutz einschreiten. Au! Entschuldigung, der ging ein bisschen zu weit. Mann, pass doch auf. Oh, es regt dich mal nicht so auf, ist doch nichts passiert. Hey, alles klar, Boys? Was, wer ist das denn? Lukas. Hey, also, was macht jemand wie du hier in Muffhausen? Jemand wie ich? Naja, so verweichliche Stadtkindheit. Du siehst ja jetzt nicht gerade aus, als könntest du den Ball geradeaus kicken. Natürlich kann ich kicken. Ach ja? Aber nicht mit uns, Alter. Zeig doch mal, was du kannst. Na, dann mal los, Kleiner. Kleiner? Na, warte, dem zeige ich's. Okay, Lukas, hierher. Fred, pass auf, deck ihn. Links, links. Hierher, Ole. Flanke. Lukas stürmt nach vorne, ein Jungtalent mit 1A Ballkontrolle. Klasse, wie er Fred einfach links liegen lässt. Er holt aus, eine Flanke. Schnell lauf vor, Fred. So ein Mist. Ole. Oh, shit. Los, schnell weg. Fred, Alex. Man sieht sich. Mensch, bleib doch stehen. Ach Mist, die sind so doof. Und wer bist du? Lukas, hi. Seit wann gehörst du denn zu diesen Vollpfosten? Also, eigentlich bin ich noch ganz neu hier. Nur für die Ferien. Aha. Ich heiße Lukas und du? Ich bin die Cousine von dem Typ, der weggerannt ist. Nicky. Aha. Die haben nur Angst, dass ich sie im Fußball schlagen würde. Deswegen lassen sie mich nie mitspielen. Glaubst du etwa, nur weil ich ein Mädchen bin, kann ich kein Fußball spielen? Was? Nein, nein, ich kenne nur nicht viele Mädchen, die sich dafür interessieren. Ah ja. Nein, wirklich, ich würde dich gern mal spielen sehen. Nicky aus Muffhausen jagt den Ball hinterher. Vorbei am rechten Verteidiger, direkt auf den Torwart zu und Tor! Tor! Was für ein Anblick, meine Damen und Herren! Was für ein Anblick! Idiot. Was ist das da eigentlich? Das? Mein Aufnahmegerät. Das hat früher meinem Vater gehört. Das ist ein ziemlich altes Teil, aber perfekt für einen angehenden Profi-Reporter. Cool. Dann kannst du Reportagen über mich machen, wie ich die schwierigsten Fälle ohne Probleme auf der Stelle löse. Ich will Detektivin werden. Oder eigentlich bin ich so. Nicky räumt's auf der Flucht. Unterwegs in Sachen ungelöste Fälle. Wo alle anderen aufgeben, fängt sie erst an. Und nun ist Muffhausen endlich wieder sicher. So etwa? Blöd, Mann. Sorry, dass ich dich vorhin so angezickt habe, aber die Jungs nerven mich so. Nie kann ich mitspielen und dann sitze ich den ganzen Tag daheim bei meiner Oma rum. Das ist totlangweilig. Naja, vielleicht können wir ja mal zusammen spielen. Im Ernst? Ich meine, cool, geht klar. Morgen? Spielen, Fußball oder was? Ich meine, treffen, verabreden, wenn du magst. Und ja, Fußball. Morgen. Guten Morgen. Habt ihr für heute schon irgendwas vor? Also ich kann mich heute nicht um euch kümmern. Ich gehe zu Nicky. Die beste Fußballerin aus ganz Muffhausen. Furchtlos und schnell wie der Wind. Der Schrecken des Bolzplatzes. Ach, das ist ja schön. Dann hast du hier also schon Freunde gefunden, hm? Ich will auch mitkommen, gell, Lina? Ja klar, vergiss es, Schwesterherz. Das ist doch eine wundervolle Idee. Und wenn ihr wollt, packe ich euch nachher noch belegte Brote ein. Das macht man ja so, oder? Warte mal, was? Wieso? Ich will Jana nicht mitnehmen. Ich will nicht. Lukas, also wirklich. Ist ja jetzt gut, Kind. Bitte beruhig dich, hör auf. Natürlich nimmst du deine kleine Schwester mit. Aber keine Widerrede. Himmel, manchmal kann die einem echt Angst machen. Hi, Lukas. Hi. Hallo. Das ist meine kleine Schwester Jana. Sag auch Hallo, Lina. Meine Großtante hat mich gezwungen, sie mitzunehmen. Hallo, Jana. Schöne Barbie. Kommt doch rein. Schau mal, Lina, was für hübsche Blumen. Tut mir leid, sie redet mit ihrer Barbie, als wäre sie echt. Immer noch besser, als die ganze Zeit Reporter zu spielen. Gell, Lina? Aber Jungs können da nichts für, sagt meine Mama immer. Die sind einfach blöd. Kleine miese Ratte. Zeigst du mir dein Zimmer? Ja, klar, kommt mit. Das ist mein Zimmer. Boah, das ist ja riesig. Ist das eine Xbox? Und wem gehört das hier? Schau mal, Lina, die Tür ist nur angelehnt. Oh, da solltest du vielleicht lieber nicht rein. Guck mal, der ist ja süß. Hey, sofort raus. Ich wollte doch nur mal gucken. Niemand geht ohne Erlaubnis in mein Zimmer. Verstanden? Wer bist du überhaupt? Das ist meine kleine Schwester Jana. Komm schon, Jana. Entschuldige dich bei Ole. Entschuldigung. Halt dich einfach von meinem Zimmer fern. Das ist mädchenfreie Zone. Wenn du einen Platz brauchst, um deiner bescheuerten Barbie die Haare zu flechten, dann verzieh dich gefälligst zu Nicky. Lina ist nicht bescheuert. Du bist gemein. Lass dich nicht von dem großen Jungen ärgern. Ach ja? Sie ist in China hergestellter Sondermüll. Mehr nicht. Aber was kann man schon von einem Mädchen erwarten? Komm, wir spielen Verstecken. Oh, nee. Ich hab's Jana versprochen. Wie ein Fuchs schleicht sich unser Reporter durchs Gebüsch. Er ist den Schmugglern dicht auf den Fersen. Allein in der Wildnis, nur mit einem Revolver bewaffnet, macht er sich auf den Weg. Jana! Jana! Jana, wo bist du? Hey, das ist doch albern. Jetzt hör mal auf. Sie hat dann einfach ein gutes Versteck. Das gibt's doch nicht. Wo ist sie denn? Hey, da drüben. Mann, Jana, wir hatten doch gesagt, dass wir uns nur im Garten verstecken. Ich war doch nur kurz auf dem Klo. Selber schuld, wenn ihr so ewig braucht. Oh Mann, Jana. Naja, ist ja auch egal. Du hast trotzdem am längsten durchgehalten. Wo hattest du dich denn versteckt? Ach, da drüben beim Schuppen. Echt? Ich dachte, da hätte ich alles abgesucht. Ja, hast mich halt übersehen. Ist nämlich ein echt gutes Versteck. Glaubt aber nicht, dass ich euch zeige, wo es ist. Das ist nämlich mein hyper-super-Geheimversteck. Nicht wahr, Lina? Das kannst du gleich nochmal ausprobieren. Jetzt schießt du. Voll gemein. Ich hab gewonnen. Komm, Lina. Eins, Lukas, komm mit. Drei, was ist denn? Vier, wenn wir zusammenbleiben, findet ihr uns noch schneller. Vergiss das Versteckspiel für eine Sekunde. Das musst du dir ansehen. Ich zieh hier und du drückst da. Jetzt komm, helf mir doch lieber hier reinziehen. Mist, verdammte Scheiße. Hast du's? Ja, aber das Ding ist so sauschwer. Psst, sei bloß leise. Moment, ich pack mir da an. Als ich vorhin Jana gesucht habe, habe ich Oma heimlich zum Schuppen schleichen sehen. Sie hat sich mindestens 10-mal umgedreht. Was machen die denn da? Kannst du was erkennen? Die haben gerade so eine riesige Kiste ins Auto deiner Tante gehoben. Gott, wenn das rauskommt. Meinst du echt, damit kriegen wir sie? Ich verspreche es dir. Die Bombe hier schlägt ein. Illegal ist es allemal. Das haben Bomben nur mal so an sich. Hab ich euch! Spinnst du? Manfred, das ist das Grundstück von meiner Oma. Was schleichst du hier rum? Schon gut, schon gut. Bin auf dem Weg zu Ole. Nichts für ungut, Leute. Der Typ ist mir nicht geheuer. Immer schleicht er sich so an. Bloß weil sein Vater Kohle hat, denkt er, er ist was Besseres. Lina will nach Hause. Sag tschüss, Lina. Tschüss, Lina. Ärger dich nicht, Lina. Puh, endlich alle weg. Hast du gehört, worüber die eben geredet haben? Über Bomben. Quatsch, das ist doch bloß so eine Redewendung. Aber irgendwas haben sie da versteckt, das ist sicher. Sowas spürt eine Detektivin einfach. Also, bist du dabei? Bei was? Na, beim Ermitteln natürlich. Oder willst du etwa nicht wissen, was in der Kiste war? Doch, natürlich, aber... Heute bringt das nichts. Die beiden sind jetzt viel zu vorsichtig. Wir müssen erstmal so tun, als hätten wir nichts gehört. Den Feind in Sicherheit wiegen, sozusagen. Aber morgen machen wir eine Krisenbesprechung. 21:13 Uhr. Okay, für die Pizza brauchen wir noch... Passierte Tomaten, Oliven, Käse. Den haben wir noch zu Hause. Schinken, Mais. So für die tun, als wäre nichts. Den Feind in Sicherheit wiegen. Aber Mann, Tante Elli ist doch kein Feind. Bloß, was hat sie denn da am Schuppen gemacht? Lukas, suchst du mal bitte die Ananas? Hä? Na, Ananas für die Pizza. Mensch, Kind, ist dir nicht gut? Du bist so blass? Nee, geht schon. Ananas, klar. Die Frucht, die auf keiner Pizza fehlen darf. Knackig, saftig und absolut harmlos. Harmlos? Was meinst du denn bitte damit? Nix. Ich geh suchen. Ich mag aber keine Pizza Hawaii. Aber dein Bruder. So, eine Hälfte mit Ananas und eine ohne. Ganz einfach. Beinahe hätte sich Lukas Kesch verraten, einer verdächtigen Information über den Ermittlungsstand zu geben. Ein Anfängerfehler. Aber er lässt sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen. Schon gar nicht, wenn es um Bomben geht. Hast du gerade Bomben gesagt? Was? Ich meine, ich suche nur die Ananas. Weil die schmeckt einfach Bombe. Verstehst du? Aha. Ganze Frucht oder Dose? Die Dosenananas bitte. Da vorn, 3. Gang links. Danke. Und schon wieder rettet sich Lukas Kesch im letzten Moment durch einen genialen Einfall. Wird ihm sein Verstand dabei helfen, den Fall Elli aufzuklären? Bleiben Sie gespannt. Huch mal, was soll denn das? Passen Sie doch auf. Hysterische Kuh. Machen Sie mal Platz jetzt. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich genau, wer ich bin. Mit Ihren albernen Spielchen kommen Sie bei mir nicht weiter. Und Sie mir etwa drohen? Sie wissen gar nicht, auf was Sie sich da einlassen. Lina und ich haben den Mais gefunden. Sie glauben doch nicht, dass Ihnen auch nur ein Mitglied des Gemeinderates Ihre abenteuerlichen Geschichten glauben wird. Ha! Sie sollten lieber Ihr kleines Spatzenhirn einschalten. Ich nehme an, Sie hängen an Ihren Hühnern. Oh. Wer war das denn? Spatzenhirn, was? Niemand. Der sucht nur die Butter. Die steht doch da drüben. Ja, es gibt so Leute, die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, auf jetzt zur Kasse. Eine neue Wendung hat sich aufgetan. Hinweise, die Lukas Kesch auf jeden Fall mit seiner Partnerin besprechen sollte. Hm? Och, nix. Ich freue mich nur auf die Pizza. Hey, komm rein. Sag mal. Glaubst du, es ist eine gute Idee, dass wir uns hier treffen? Ich meine, was ist mit deiner Oma? Keine Sorge, Oma geht gleich in die Kirche. Chorprobe. Willst du was trinken? Hä, was glotzt die denn so blöde? Hey, Ole. Boah, Alter, wie siehst du denn aus? Hast du schlecht geschlafen? Du hast voll die Ringe unter den Augen. Beinahe wie ein Panda. Richtig zum Knuddeln. Warte, warst du etwa? Was? Warst du? Ole Peters, ein 11-jähriger Junge aus Muffhausen, hat über Nacht verlernt, in ganzen Sätzen zu sprechen. Was ist da nur geschehen? Wir haben ihn in unser Studio eingeladen. Au! Lass sofort Lukas los! Was soll das denn? Lass ihn los, Ole! Ich was? Mann, ich sag's Oma! Ich sag dir eins, wenn ich rauskriege, dass du das warst, dann mache ich dich fertig. Aber so richtig. Verstanden? Was hat er denn? Keine Ahnung. Ach, kümmere dich einfach nicht um diesen Vollidioten. Wir haben echt Wichtigeres zu tun. Los, komm, wir gehen in mein Zimmer. Lass uns mal zusammenfassen, was wir bis jetzt haben. Was versteckt sich nur hinter der mysteriösen Kiste, die gestern gestern Mittag in den Kofferraum der Hühnerzüchterin Elli K. geschleppt wurde. Jetzt sag! Nicht zu viel. Eine mysteriöse Kiste, eine Großtante und eine Oma, die sich verdächtig gemacht haben. Und einen durchgeknallten Cousin. Der hat doch nichts damit zu tun. Ach ja, und einen unangenehmen Kerl, der alte Tanten in Supermärkten bedroht. Welcher Kerl? Ach, gestern Abend beim Einkaufen wurde Tante Elli von so einem riesigen Typen angemacht. Er hat ihr richtig gedroht. Viel verstanden habe ich nicht, aber vielleicht hat es ja was mit der Kiste zu tun. Weißt du, wer das war? Nee, Tante Elli hat behauptet, der würde nur Butter suchen. Wer es glaubt. Was wissen wir noch? Dass die Kiste schwer war. Also vielleicht doch eine Bombe. Ich habe heute Morgen Schleifspuren am Schuppen entdeckt. Ach was, das glaubst du doch selber nicht. Was sollten denn Oma und deine Tante Elli mit der Bombe anfangen? Stimmt. Aber meine Großtante ist schon echt komisch. Wäre das nicht die Tante meines Vaters, hätte ich echt Angst vor der. Aber was haben die dann gemacht? Eigentlich gibt es nur einen Weg, das rauszufinden. Wie denn? Na, beobachten. Deine Großtante, meine Oma. Und den Kerl aus dem Supermarkt. Sag mal, glaubst du eigentlich, Fred hat was gesehen? Du meinst am Schuppen? Ja, vielleicht konnte er über die Büsche hinweg mehr sehen als wir. Hey, das war abseits. Hey Fred, komm mal her. Was gibt's? Wir hätten nur kurz ein paar Fragen an dich. Wir ermitteln nämlich gerade in einem Fall. Ihr spielt jetzt also Detektiv. Von mir aus, was braucht ihr? Als du uns gestern am Schuppen gefunden hast, beim Verstecken spielen, ist dir da irgendwas Merkwürdiges an Tante Elli und Oma aufgefallen? Merkwürdig? Nö, eigentlich nicht. Wieso? Und die Kiste? Hast du da irgendwas erkennen können? Was für eine Kiste? Hey Fred, komm jetzt! Komm gleich! Sorry, Leute, ich würde euch ja echt gern bei euren Ermittlungen helfen, aber mein Typ wird verlangt. Fred, der ist ab heute freiwillig. Quatsch nicht mit dem Typ. Ey, Alex, gib mal den Ball. Au! Sag mal, spinnst du jetzt total? Doch, halt du dich da raus. Das ist eine Sache zwischen mir und ihm, also verschwinde. Warum ist der denn so fies? Und wieso sagen Fred und Alex nix? Ole, hör auf mit dem Mist. Sag doch einfach, worum es hier geht. Ich soll sagen, worum es... Das ist dir fein ausgedacht. Vergiss es, du Memme. Auf den Trick falle ich ganz sicher nicht rein. Du gibst ihn mir einfach wieder und niemand erfährt was von der Sache. Verstanden? Und jetzt verschwinde von hier. Wir wollen dich hier nicht. Geh doch mit deiner dummen Schwester spielen, du bist so ein fieser Typ. Oh, was hat der nur? So kenne ich den gar nicht. Nicht heulen, Lukas. Gib ihm nicht auch noch recht. Einfach weggehen. Langsam, du schaffst das schon. Lukas! Lukas, warte! Bist du okay? Mach dir nichts aus diesen Idioten. Jetzt lässt er sich ja noch von einem Mädchen trösten. Weichei. Hört auf! Willst du noch etwas Tee, Hase? Oh, vielen Dank, Lina. Der schmeckt wirklich köstlich. Und der Kuchen erst. Oh, danke schön. Das ist mein Geheimrezept. Aber schling nicht alles so runter, Hase. Davon bekommst du doch Bauchschmerzen. Kuscheltier stirbt an Barbies Kuchen. Das wäre doch mal eine Schlagzeile. Wo hast du eigentlich das schöne Kleid her, Lina? Och, das haben wir auf dem Dachboden von Tante Elli gefunden. Oder, Jana? Ja, und dazu habe ich sogar noch passende Schuhe ausgesucht. Hier, schau mal, Hase. Junge ersticht kleine Schwester mit Barbie-Schuhen. Auch nicht schlecht. Lukas, was ich noch sagen wollte, falls du Kettgar fahren... Keine Lust. Na, jedenfalls im Schuppen steht noch so eins von deinem Vater. Nein. Aha, ja, soll ich vielleicht mal mit deinen Eltern reden? Nein, das macht doch alles nur noch schlimmer. Lass mich einfach in Ruhe. Dann spiel doch mit deiner Schwester. Das hat mir gerade noch gefehlt. Pa, wir wollen dich sowieso nicht bei unserer Teeparty dabei haben. Stimmt's, Hase? Jetzt hör doch endlich auf, mit diesem verdammten Hasen zu reden. Das ist ein Stofftier. Und so wie der aussieht, hast du ihn vermutlich irgendwo aus dem Sperrmüll gefischt. Gar nicht wahr. Du bist ein Blödmann. Selber Blödmann. Ich kann gar kein Blödmann sein. Wenn, dann wäre ich eine Blödfrau. Frau, dass ich nicht lache. Au! Au, du miese Ratte. Na, warte. Sofort aufhören. Lukas, das war wirklich nicht nett, wie du mit deiner Schwester geredet hast. Siehste? Ach, und du, Jana, du kannst doch deinen Bruder nicht einfach beißen. So, entschuldigt euch jetzt sofort beieinander. Habt ihr das verstanden? Aber natürlich. Zieht die heulende kleine Schwesterkarte. Diese fiese Ziege. Schluss mit der Heulerei. Es war einfach nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Und dafür musst du jetzt gerade stehen. Keine Diskussion. Tut mir leid. Entschuldigung. Mann, gruselige alte Tanten sind gar nicht so schlecht. Jana, der Hase ist wirklich etwas abgewetzt. Hast du den vom Dachboden? Aber ich darf ihn doch behalten, oder? So ein Aufstand wegen einem Stück Stoff. Obwohl, süß ist er ja schon. Ob das Fell so flauschig ist, wie es aussieht? Vielleicht schnappe ich ihn mir nachher mal, wenn Jana nicht zuschaut. Oh Gott, was denke ich denn da? Du willst das Teil echt behalten? Die Flohkiste gehört in den Müll. Stimmt gar nicht. Fangt ihr jetzt schon wieder an? Keine Sorge, Jana, du darfst ihn behalten. Aber vielleicht könnten wir ihn erstmal baden und ein bisschen ausbessern, hm? Okay. Sehr gut. Ja, dann gehe ich jetzt erst noch mal zu meinen Hühnern, hm? Also, vertragt euch. Ja? Was sie nur mit ihren Hühnern hat. Ständig will sie mit ihnen alleine sein. Naja, freiwillig nähere ich mich dem Federvieh sowieso nicht. Hey, Nicky. Hallo, Jana. Jana, du wolltest doch gerade in dein Zimmer gehen. Gar nicht wahr. Hey, schubst mich nicht. Zieh Leine, hier ist babyfreie Zone. Du Fiesling. Hey, das war aber wirklich ein bisschen fies. Ich finde sie eigentlich echt nett. Bist nicht richtig gut drauf, oder? Nee. Wegen Ole? Sag mal, warum ist er eigentlich so ausgetickt? So habe ich ihn noch nie gesehen. Keine Ahnung, ich soll ihm irgendetwas zurückgeben. Aber ich habe keinen Plan, was. Eigentlich will ich da gar nicht weiter drüber nachdenken. Na, jetzt komm, wirf dein Reporterhirn an. Das ist unser zweiter Fall. Naja, Fall, ich weiß nicht. Der mag mich einfach nicht. Ach, komm schon, wir müssen doch einfach nur rausfinden, was Ole zurückhaben möchte. Ah ja, und wie soll das bitte gehen? Fragen können wir ihn ja wohl schlecht. Du warst doch gestern dabei. Der macht mich kalt, bevor ich auch noch Hallo sagen kann. Mensch, jetzt sei nicht so unkreativ. Gib mal her. Das Ermittlerduo nimmt seinen zweiten Fall auf. Ein durchgeknallter Cousin und ein lustloser Reporter. Hallo, den man zum Aufstehen zwingen muss. Na los, steh auf. Nicky, nicht sauer sein. Lass uns morgen weitermachen, ja? Ich habe irgendwie im Moment keine Lust. Und es gibt eh gleich Abendessen. Na gut, wenn du meinst. Aber wir finden das schon noch raus. Ermittler-Ehrenwort. Man kann nur hoffen, dass diese Ferien bald zu Ende gehen. Sogar das Abendessen muss man sich selber machen in diesem durchgeknallten Muffhausen. Das Dorf ist so beknackt wie der Name. Fred? Was machst du denn hier? Oh, hey, Lukas. Ich warte auf deine Großtante. Weißt du vielleicht, wo sie ist? Du willst zu Tante Elli? Wieso das denn? Naja, weil... Kannst du sie nicht vielleicht einfach holen? Na gut, sie ist vermutlich im Stall bei den Hühnern. Sag mal, was ist eigentlich mit Ole los? Mit Ole? Wieso? Was soll mit dem sein? Na, warum hat er mich so blöd angemacht? Ach so, das? Keine Ahnung. Aha. Tante Elli? Bist du da? Lukas, was... Fred? Was wollt ihr denn hier? Ich wusste gar nicht, dass hier nochmal eine Tür drin ist. Wieso hat sie die Tür so schnell zugezogen? Was versteckt sie in dem Raum da hinter sich? Das geht euch nichts an! Schnüffelst du mir etwa hinterher? Bitte, Frau Kesch. Ich will doch nicht... Raus! Alle beide, aber dann! Raus! Aber dann! Reinhardt sollte sich was schämen, Kinder so auszunutzen. Put, put, put. Kommt, meine Kleinen. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja, put, put, put. Oh, ihr braucht keine Angst zu haben. Was war das denn? Ich gehe dann mal besser. Hey, warte doch. Weißt du, was das sollte? Ich sag's ja. In Muffhausen sind einfach alle verrückt geworden. Lukas? Was? Hör zu, es tut mir leid. Ich habe da gerade wohl etwas überreagiert. Was du nicht sagst. Ja, du hast mich einfach erschreckt, als du plötzlich mit Fred aufgetaucht bist. Ich habe dich doch nur gesucht, weil er mit dir sprechen wollte. Woher soll ich denn wissen, dass du dich hinter so einer verdammten Geheimtür versteckst? Das tut mir leid, aber ich... Und das ist ja wohl noch lange kein Grund mehr. Au! Oh, geh weg! Geh doch weg! Geh weg! Oh, das ist Herbert. Der ist manchmal etwas aufdringlich, aber der tut nichts, wirklich. Der tut nichts? Der doofe Hahn, der zerfleddert mein Hosenbein. Mach den weg! Ist ja gut, ist ja gut. Siehst du, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ein Killerhahn hat unseren Reporter angefallen. Doch damit noch nicht genug. Jetzt wird er auch noch ausgelacht. Darf ich reinkommen? Ich hab dir doch vor ein paar Tagen vom Ketka deines Vaters erzählt. Und? Naja, ich habe Werkzeug und Farblack und sowas geholt und dachte, oder hast du was Besseres vor? Jana hat ein Mädchen aus der Nachbarschaft zu übernachten eingeladen und will im Wohnzimmer eine Teeparty machen, hä? Wäre das was? Schon wieder ein Punkt für Tante Elli. Wo hast du die Farben genau hingestellt? Hinter den Schuppen. Das Sensationsauto, auf das die ganze Welt gewartet hat. Nur Otto hätte das besser zusammenbasteln können. Einmal hat er sogar ein Brett an seinen Roller angelötet. Moment mal. Das ist der MDRK, der beste Monster-Düsen-Antriebsraketenstart Ketka, den die Welt je gesehen hat. Da steht er, der begehrteste Wagen dieses Jahres. Na dann mal los. Das hätten wir. Also los, alle Mann an Bord. Die Jungfernfahrt des MDRK beginnt. Hunderte von Zuschauern haben sich an die Straßen gestellt, um diesen historischen Augenblick live zu erleben. Doch Pilot Lukas reagiert ganz cool. Lässig winkt er den neidischen Kindern zu, grinst frech die Erwachsenen an, die ihm fröhlich zujubeln. Eine Kurve, ein Schreckenschrei geht durch die Massen. Wird Pilot Lukas diese plötzlich auftauchende Hürde meistern? Was macht er da? Statt zu bremsen, nimmt er noch mehr Schwung auf. Einige Frauen fallen in Ohnmacht. Das ist zu viel für ihre Nerven. Lukas brettert mit einer Mordsgeschwindigkeit auf die Kurve zu. Er lehnt sich rein und geschafft! Eine Seite des MDRK ist in der Kurve leicht vom Boden abgehoben. Doch Lukas hat alles unter Kontrolle. Ein wahres Talent im Bauen und Lenken. Nicky, komm mal, ich muss dir unbedingt was zeigen. Cool. Guck mal, das alte Ketka von meinem Vater. Ich hab's so richtig aufgemotzt. Boah, das ist ja echt Oberhammer. Damit kommen wir bei unseren Befragungen viel schneller voran. Das ist super. Mensch, unser eigener Ermittlungswagen. Damit können wir gleich zu Fred fahren. Halt, Fred war gestern da und wollte zu Tante Elli. Das ist ja verdächtig. Und er hat dir nicht gesagt, was er von ihr wollte? Nee. Meinst du, wir sollten ihn nochmal befragen? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Viel eher müssen wir rauskriegen, was seine Großtante hinter der Tür im Stall versteckt. Ja, aber wie? Hast du etwa vor, einzubrechen? Das Detektivduo bereitet sich auf seinen Einbruch bei Tante Elli vor, bereit, Schlösser zu knacken und allen Laserfallen auszuweichen. Weißt du, eigentlich ist die Idee gar nicht so schlecht. Was? Also, einbrechen müssen wir schon. Abgesehen davon, dass Tante Elli echt stinksauer war, als ich sie gefragt habe, was sie da versteckt. Wie willst du denn reinkommen? Sie lässt die Tür garantiert nicht offen. Ich muss wieder los. Am besten, wir treffen uns heute Nacht nochmal. Dann ist es dunkel und die Gefahr kleiner, dass wir von Tante Elli oder sonst wem entdeckt werden. Und bring eine Taschenlampe mit. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das eine absolut hirnrissige Idee ist? Oh Mann, hoffentlich bereue ich das nicht. Nicky? Bist du da? Hier drüben. Hast du die Taschenlampe dabei? Ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir damit nicht die Hühner erschrecken, wenn wir im Stall sind. Bist du jetzt auch noch zum Hühnerliebhaber geworden? Okay, dann mal los. lauter Blecheimer. Wenn wir die umkippen, sind wir erledigt. Wie willst du jetzt eigentlich die Tür aufkriegen? Na, hiermit. Mit Drähten? Das waren mal Büroklammern, die habe ich zurechtgebogen. Mit denen kann man kinderleicht Schlösser knacken. Habe ich von YouTube. Ist ein bisschen witzelig, aber bisher habe ich es noch immer hingekriegt. Bisher? Wo bist du denn schon überall eingebrochen? Nee, ich meine, das habe ich zu Hause geübt. Muss man als Detektive nehmen so können. Einer meiner leichtesten... Da vorne ist jemand an der Tür. Ist es etwa ein Dieb? Wer ist da? Ich ja, also... Ole? Verdammt, du hast mich zu Tode erschreckt. Was machst du denn hier? Da, der Dieb haut ab. Schnell hinterher. Er läuft den Berg runter. Wenn wir den MDRK nehmen, kriegen wir ihn. Den was? Ole, schnell, hol Tante Elli. Halt dich fest. Los. Das Ermittlerduo auf seiner ersten Verfolgungsjagd. Mit klopfendem Herzen begeben sich Lukas und Nicky auf die Spur des geheimnisvollen Mannes. Können sie ihn schnappen? Lukas legt sich ins Zeug. Er bringt den MDRK auf Hochtouren. Kannst du ihn erkennen? Nee, aber ich glaube, ihm geht langsam die Puste aus. Los, das schaffen wir. Gleich haben wir ihn. Oh Gott, Lukas, der Bordstein. Pass auf. Au! Nicky. Oh Gott, seid ihr verletzt? Uns geht's gut. Und wir haben den Dieb erwischt. Genau. Dieb? Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Oh. Verdammte Gören. Reinhardt! Ja, mach das aus! Das blendet nicht in die Augen, verdammt! Der Kerl aus dem Supermarkt? Aber was wollten Sie denn in Tante Ellis Stall? Sie sind in meinen Stall eingebrochen? So, jetzt reicht's. Ich rufe die Polizei. Schlimm genug, dass Sie Ihren Sohn zum Spionieren schicken. Jetzt versuchen Sie mir auch noch die Akten zu klauen. Das müssen Sie mir erstmal beweisen. Sie sind erledigt, Reinhardt! Erledigt! Ich bin ein angesehener Mann im Dorf. Meinen Sie wirklich, die glauben einer alten Öko-Fanatikerin mit Hühnertick mehr als mir? Hühnertick? Ha! Moment, Akten? Was für Akten? Akten, die belegen, dass Peter Reinhardt seine sogenannten Freilandhühner in viel zu kleine Käfige gesperrt, dass er sie mit langen Lichtphasen quält, um noch mehr Eier zu produzieren. Und Akten, die beweisen, dass Ihr Stall, Herr Reinhardt, ein Fall für den Tierschutz ist. Kein Mensch wird mir Ihre Eier essen. Diese schrecklichen Bilder von gequälten oder sogar toten Tieren. Eier sind Eier. Das kümmert die Viecher doch nicht. Nur so schwachsinnige, völlig kranke Weltverbesserer wie Sie meinen, dass da schreckliche Ungerechtigkeiten zu finden sind. Ach Gottchen, da lachen ja die Hühner. Und rechnen können Sie auch nicht, verehrte Dame. Die Eier, die Sie haben wollen, kosten einen Preis, den die Leute niemals zahlen werden. Finden Sie sich damit ab. Die albernen Akten reichen da niemals als Beweis. Ach ja? Und wie sieht es mit einem aufgenommenen Geständnis von Ihnen aus, das Herr Reinhardt? Hast du nicht. Eier sind Eier. Das kümmert die Viecher doch nicht. Nur so schwachsinnige, völlig kranke Weltverbesserer wie Sie meinen, dass da schreckliche... was wollen Sie denn? Lassen Sie mich los, was soll das denn? Bin ich so spät? Oma! Hey, ich habe sofort die Polizei gerufen, als Fred, sein Vater, ein guter Junge. Fred? Sie können sich bei Ihrem Sohn bedanken. Mein Junge. Er wollte verhindern, dass Sie eine Dummheit begehen. Der Dieb ist Freds Vater? Das ist der Grund, warum er mit Ihnen reden wollte, Frau Kesch. Und in der Kiste waren Akten? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was ist hier eigentlich los? Na, das würde ich auch mal gerne wissen. Was habt ihr euch denn dabei gedacht, nachts in den Stall zu schleichen? Wir wollten doch nur ermitteln. Wir haben nur unseren Job gemacht. Job? Wir haben dich gesehen, wie du mit Nickys Oma zusammen die Kiste in den Kofferraum geschleppt hast. Oh, was du nicht sagst. Und dann warst du immer so komisch. Und die Stalltür war, ich meine, als Reporter. So, aha. Das habt ihr also gesehen. Und du meinst, das gibt dir das Recht, meine Schuppentür aufzubrechen? Wie ein Einbrecher, hm? Ja, verdammt richtig. Nein. Bitte, Frau Kesch. Oma, das war wirklich nicht böse gemeint. Wir sind wahrscheinlich etwas weit gegangen. Entschuldigung. Naja, aber dass ihr den Reinhardt zur Strecke gebracht habt, das ist schon großartig. Mhm. Was haltet ihr von heißer Schokolade? Ja, oh ja. Aber vorher müssen wir eure Knie desinfizieren. Das sieht nicht gut aus. Heiße Schokolade mit Sahne. Nach der Aufregung bestimmt genau das Richtige. Sag mal, Ole, warum warst du eigentlich im Stall? Ich dachte, ihr führt mich zu eurem Versteck. Unserem Versteck? Du warst es wirklich nicht, oder? Ach, vergiss es einfach. Nein, nichts, vergiss es einfach. Du hast Lukas ohne Grund angemacht und läufst seit Tagen mit der miesesten Laune rum. Sag gefälligst endlich, was dein Problem ist. Genau, sag endlich, was du willst. Sucht ihr den hier? Muffe! Johannes Hase? Gehört er etwa dir? Der wird rot? Ole, der riesige Muskelprotz wird doch tatsächlich rot. Ja, verdammt. Ich hab ein Kuscheltier. Und dazu noch einen Hasen. Und? Er lacht mich doch halt aus. Was? Nein, ich meine... Aber wieso hat den dann Jana? Ja, ich hab Ole seinen Hasen geklaut. Du? Aber wieso? Weil er Lina beleidigt hat. Er hat sich chinesischen Sondermüll genannt. Er hat angefangen. Moment mal. Heißt das, du hast die ganze Zeit gedacht, ich hätte den... Der war weg, nachdem du bei mir daheim warst. Da kommt doch keiner drauf, dass dein Zwerg von Schwester sowas klaut. Alter, ich glaub das nicht. Und wieso hast du mir das nicht einfach gesagt? Ein Wort über den Hasen und wir hätten die ganze Sache aufklären können. Oh Mann, Ole, ist mir doch egal, ob du mit einem Kuscheltier schläfst oder nicht. Ist doch kein Ding. Jana, das Englisch in der Familie, das gibt's doch nicht. Und ich dachte immer, du wärst langweilig, Jana. Also niemand darf Lina einfach so beleidigen. Außerdem musst du dich Hase doch befreien. Wer weiß, wie Ole den behandelt hat. Hey, ich hab ihn nie schlecht behandelt. Natürlich nicht. Schließlich liebst du deinen Kuschelhasen. Jana, tut mir übrigens leid, was ich über Lina gesagt habe. Eigentlich sieht sie sogar ganz cool aus. Echt? Dann gefällt dir ja bestimmt auch, was ich aus deinem Hasen gemacht habe. Hier, schau mal, Tante Elli hat ihn ein Kleidchen genäht. Ich habe darauf bestanden, dass es extra viele Rüschen werden. Du lässt echt nicht locker, Zwerg. Muffel ist doch ein Junge. Lukas? Hey, wie geht's? Otto, wie ist das Ferienlager? Frag nicht. Hier regnet es die ganze Zeit. Wie läuft's bei dir? Treibt dich deine kleine Schwester mit ihrer Barbie schon in den Wahnsinn? Pass lieber auf, dass sie das nicht zu hören kriegt. Wieso das denn? Oh Mann, das ist eine echt lange Geschichte.